So etwas habe ich noch nie gemacht, aber es macht unheimlich Spass. Es sind viele Leute, sie haben alle, sind unterschiedliche Altersgruppen, alles unterschiedliche Inputs auch. Also es macht unheimlich Spass, es ist spannend. Es ist aber auch Arbeit und auch ein bisschen anstrengend, weil wir machen ja die Aufnahmen x-mal hin und her, wieder von vorne, wieder das Gleiche. Und dann kommt dazu, wir haben einen glücklichen Tag erwischt, es ist super Wetter, aber auch ein bisschen heiss. Und weil wir jetzt schon ein paar Stunden da sind, glaube ich, wird es für alle auch ein bisschen anstrengend, nur schon da zu sein, draußen zu sein. Aber es ist sehr schön und ich bin froh, haben wir so einen guten Tag erwischt. Sehr sympathisch. Ich habe vorher gerade zwei, drei Wörter mit ihr reden. Und dann erzählt sie eben auch von ihrer Karriere, von ihrem Unfall und jetzt wieder an die Spitze kommen. Ja, es war das erste Mal. Ich wusste, dass es nicht viel mit Laufen sein wird, mehr rumstehen, mit Rennen, wieder so. Aber es ist ein tolles Erlebnis und vor allem ist es toll mit dem Austausch auch zwischen den anderen Sporthändlern. Und ich finde es toll, dass das geht, jetzt auch im Running-Bereich, wie es im Auto schon geht. Wir sind immer hinten an der Rock gelaufen, sie ist natürlich vorne weggelaufen. Mit dem Fitness, das sie hat, wir hatten keine Chance, aber wir haben schon von hinten gesehen. Das war ein schönes Bild. Sehr schön gewesen, sehr früh müssen aufstehen. Aber es hat sich doch gelohnt, eben, schönes Wetter, neue Leute kennengelernt. Und ich muss sagen, es hat noch gefällt. Mache ich etwas anderes, Fotoshooting, ist empfehlenswert. Natascha Badmann ist völlig natürlich, sympathisch. Ja, es ist eine gute Erfahrung. Ich bin angenehm überrascht, wie sympathisch dass Natascha überkommt. Weil sie nimmt das wirklich sehr locker. Und so, wie man sie eigentlich aus der Presse kennt, ist, so ist sie tatsächlich auch. Ein paar Mal auf eine Aufnahme ein bisschen hin und her läuft, ist zum Teil ein bisschen monoton. Und trotzdem war es recht abwechslungsreich in der wunderschönen Natur hier.